Sodala, 1.19. Key. Inka kommt. Mal gucken, ob das was wird. Früher hieß es ja immer, dass Nebel eigentlich so der leichteste Key ist. Finde ich mittlerweile tatsächlich gar nicht mal mehr so. Also, wenn ich jetzt hier so ein bisschen den Trash aussehe. Also, gibt es hier einige Trash-Gruppen, die tatsächlich relativ happig sind im Nebel. Vor allem halt, gut, ich sag mal so, bis zum ersten Boss, da sind halt die happigen Trash-Gruppen. Danach alles relativ free. Ja, da zieht er jetzt die Ding. Die hauen halt ordentlich raus, die springen halt die Leute an und dann ratzen sie sie halt übelst weg. Okay. Wir haben halt die Woche Doppel-Trash-Kack-Buffs. Ich muss gucken, dass ich den so ein bisschen... Okay. So, dass er halt rausbeamt. Da, also ich wäre jetzt fast reingecharged, ich sag's euch ganz ehrlich. Schlichtweg, weil ich den interrupten wollte, was halt die Mobs heilt, aber dann wäre ich in den Beam reingecharged und dann wäre es ganz böse ausgegangen für mich. Ganz, ganz böse. Okay, warte mal, den. Okay, den hat der andere runtergemacht. Haben wir noch irgendwo einen Lone? Nee. Haben jetzt beide reingekickt. Also das ist so eine mittelschwere Gruppe, würde ich jetzt mal behaupten. Hier, den kann ich nochmal runter machen. Wenn mal zwei Leute das Raging entfernen können. Das ist halt eigentlich schon gut. Aber siehst du halt, hier lebt der Trash halt auch schon ziemlich lang jetzt, ne? Obwohl wir jetzt nicht so wenig Schaden haben. Also eigentlich heißt, als Tank kannst du die Orbs auch ganz gut machen. Das Ding ist bloß, wenn ich immer die Orbs umhauen muss... Ach, wir können hier skippen, ne? Das wäre eigentlich ganz gut, ja. Lass die als erstes machen. Holy. Tue ich die mal desorientieren? Und dann convoke ich. Der Luke... Danke dir fürs Subscriben, ne? Weil das hier ist so die zweite Gruppe, die halt ordentlich drückt. Kann sie dann gleich noch einmal wegkicken? Okay, er hat den Stun. Ja gut, das haben wir halt doppelt gemoppelt. Aber okay. Haben wir... Okay, desorientieren habe ich noch. Was haben die denn da drauf? Ja, du merkst halt schon, ne? Umso höher die Keys werden, umso ätzender wird es. Hier hauen halt eher diese Trash-Mobs relativ gut raus. Trash-Buff plus dann noch dieses Raging-Gedönsel. Das merkst du dann tatsächlich schon. Das ist der Vierhandswurst, ne? Nicht, dass jetzt dann gleich einer geviert wird. Aber den ätzenden Trash haben wir jetzt schon soweit ganz gut überstanden. Jetzt haben wir dann gleich noch, ja, 11 Monate schon, ja. Echt, echt nice, danke dir. Die ist gerade erst... Gut, die zwei Dicken oben, die sind noch ein bisschen nervig, ne? Ich habe irgendwas gelesen, dass sie hier... Ich meine, den ersten Boss, irgendwas haben sie da genervt. Ich glaube, das Leben oder sowas. Oder dass er irgendwelche Fähigkeiten nicht mehr einsetzt. Ich glaube, dieses Vieren, wenn er bestimmt low ist, irgendwie sowas. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das jetzt schon live ist oder erst nächste Woche. Nehmt eure Macht. Double Rogue ist eigentlich halt schon ganz lustig, ne? Relativ viele CC-Geschichten. Komm, ich hau jetzt hier nochmal Inka raus. Hütet euch.
Ja, das ist jetzt halt für die Rogues ein bisschen kacke mit der, mit dem Gebäude. Ist halt. Hütet euch. Hütet euch. Also wenn hier Boss-Buff ist, fokust du einen. Eigentlich. Gut, ich muss halt auf beide drauf cleaven. Dass ich dann halt auch die Agro hab. Aber ragen die gar nicht? Oder hat er das Instant runtergenommen? Komm, ich convoke jetzt nochmal. Hier einer ist tot. Mit Trash-Buff, da hämmern die schon rein. Die sind zwar jetzt nicht so schlimm wie diese einen Typen in The Other Side, weil die zerficken dich ja, ne, wenn man das so sagen darf, komplett, wenn die da durchziehen. Also, aber die sind schon, ne, auch nicht zu vernachlässigen tatsächlich. Bleibt wachsam. Ihr nähert euch einem. Jetzt habe ich halt alle CDs hier rausgezogen. Aber da der Bosskampf eh länger gehen wird, müsste ich sie im Fight wiederkriegen. Was ist dein Skala, dein Tooltip? Das ist Recount. Achso, weil das immer da drüber ist. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich es irgendwie anders mache. Aber wo soll ich den Tooltip sonst hinhauen, ne? Wenn ich jetzt da so drüber fahre, ein bisschen weiter höher wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Dass man es sehen kann. Weil so ist es dann tatsächlich doch immer ein bisschen versperrt. Machen wir es so, erinnere mich mal nochmal nach dem Run und dann werde ich mal mit Move Anything oder wie das heißt, versuchen das mal rauszumoven. Vielleicht ist da ein bisschen besser. Du hast schon recht, das ist ein bisschen nervig. Sobald ich über irgendeinen Gegner drüber fahre, dann siehst du halt nichts mehr. Der Bestie. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Okay, auf geht's. Hallo, habe ich den nicht gekickt? Oh, meins haben wieder Doppelkick. Okay, jetzt habe ich aber jetzt gerade schon ein bisschen gelitten. Also den Spaß sollte der Typ nicht mehr einsetzen, wenn er low genug ist. Müssen wir mal gucken. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir da nicht... Aber meinen Convoke habe ich dann wieder. Oder so, sollt ihr den 4 nicht mehr einsetzen? Eins von beiden. Jetzt komm da bloß raus, Kollege. Der Boss ist halt mit Melees echt so eine Angelegenheit. Habe ich aber nicht viel gemacht. Holy moly, den haben wir gut runtergekriegt. Alter, die Euler 22k Dips gefahren, ne? Ich hätte noch... Also da muss ich sagen, der Heiler hat auch 7k drauf gefahren. Also wenn wir jetzt durchziehen, kriegen wir den in einer Phase tatsächlich. Hatten der jetzt nur 80? Ja, wir können durchziehen. Das war Hammer Damage. Also das war richtiger Hammer Damage. Also ich habe den selten im Plus in einer Phase down gehen sehen. Und das ist jetzt mein, wie gesagt, mein erster 19er. Gut, wir haben keinen Boss Damage. Ich kann nicht kicken, ich hoffe einer andere. Aber wir haben genug Kicks. Aber... Also, klar, es ist kein Boss-Damage-Buff gewesen, aber trotzdem, 19er haben die natürlich ein bisschen Leben. Ich weiß jetzt halt noch, ob der Nerf schon aufgespielt ist, ne? Also, die Eule hat einfach 22k DPS gefahren, ne? Das ist auch nicht so ganz normal. Hier, gut, der Rogue hat 12 gefahren, der andere 9. Ich habe 7,8, das hängt auch nicht wenig, ne? Und der Heiler hat halt auch einfach 7k DPS draufgefahren. Also da hat die ganze Gruppe eigentlich performt. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr machen können. Vielleicht.
Also der meint als erstes nach rechts. Das hätte anscheinend irgend so ein Add-on. I don't know. Aber gut, wenn wir jetzt hier, wenn das am Anfang falsch läuft, ist nicht so wild, da bist du nicht so weit weggeportet. Ach, du siehst, wo die kleine Fee am Anfang läuft? Du, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwann habe ich den Key in 20 in Time, ne? Die Heldentaten und blick's immer noch nicht, wie das funktioniert. Okay. Ah. Komm, das müssen wir desorientieren. Also ich sehe das schon kommen. Aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass Trash Buff ist und gut, Raging kommt jetzt noch nicht, ne? Aber das kommt dann am Ende. Und das 19er jetzt ist. Geht es eigentlich vollkommen? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Sekunde um mein Leben fürchten muss, weil ich hops gehe, sondern das ist eigentlich relativ easy und ich habe jetzt nichts am Laufen, ne? Warum kann ich den nicht runternehmen? Also ich habe keine CDs. Ein Stack von Ding. Gut, jetzt hat er seine. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe 239 an. Aber ich hab keine gute Versa-Verteilung, ne? Weil ich auf meinen Gear, seht ihr, kein Versa. Weil ich halt einfach kein Versa-Gear krieg, blöderweise. Das ist so ein Rotz, ich sag's euch. Ich hab hier kein Versa drauf, da hab ich Versa drauf. Gut, da hab ich auch, weil es halt Ding ist. Hier hab ich halt kein Versa drauf. Warum sehe ich jetzt nicht den Kopf? Irgendwie spackt das rum. Hier hab ich auch kein Versa drauf. Da hab ich auch kein Versa drauf. Hab ich auf dem Umhang? Ich hab fast keinen Teil Versa drauf, ne? Es ist eigentlich so schlecht. Und ich habe jetzt die Sachen durchgeguckt, weil ich wusste, dass ich nicht sterben kann. Ich habe Inka an. Also, da kann ich in allem stehen bleiben, einfach eine Taste hämmern. Bisschen Active Mitigation, deswegen habe ich jetzt mein Gear. Da habe ich auch keinen Versa drauf. Hier, ich glaube, ich habe auf 3 oder 4 Teilen Versa drauf. Du hast 31% Versa, ja? Und ich habe 14. Das ist so schlecht, aber ich kriege nichts anderes. Was soll ich machen? Ich kann 226er anlassen oder halt Versa. Und 10, 20 Item Level, ja, hilft halt leider nichts. Ich hab halt einfach so Pech. Ich habe aus der M-Plus-Kiste oder aus der Kiste habe ich noch kein einziges Teil rausgekriegt, wo Versa drauf ist. Nichts. Also wirklich einfach gar nichts. Ah, warte mal, ich kann den rausziehen. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Hütet euch. Ich hätte ihn nicht so weit ziehen brauchen, ne? Die Eule ist schnell mit dem Raging runter machen. Hütet euch. Ja gut. Ach, das weiß ich, was willst du machen, ne? Wenn nix kriegst, dann kriegst du nix. Jetzt ist halt Versa nicht mehr mal mein höchster Stat, weil ich halt so viel anderen Mist anhab. Da machst du leider nix. Desorientieren wir da mal rein. Die Kugel wird ganz schön groß. Die tun wir mal lieber weghauen. Ich muss näher ran. Na, den tun wir jetzt. Aber weißt, wir haben halt auch in der Gruppe ein Erdele und die Trees, ne? Also, ich muss schon fast gar nicht mehr tanken im Endeffekt. Weil du so viel Support-Sachen hast. Und ich glaube, also jetzt zumindest hier in dem Key. Okay, jetzt zieht halt ein Ding. Obwohl, naja. Ja, gut. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt notwendig gewesen wäre, aber wir haben es halt. Habe ich leider. Warte mal. Hier müssen wir ein bisschen. Komm, jetzt spielen wir mal ein bisschen defensiver hier. Muss doch mal wollen. Ich habe gleich wieder Inka ready. Das orientieren wir einmal rein. Okay. Ich habe mir schon gedacht, dass er jetzt gleich kicken wird. Ich war auf dem Kickfinger und dachte mir, das kickt 100% wer anders. Deswegen. Okay, da kam der Stun. Das ist auch gut. Okay. Jetzt hat der Highlights auch gekickt. Jetzt haben wir beide gekickt. Aber ich habe so lange gewartet.
Schon jetzt hat er wieder die Trees für die Unterdingsprozent ready. Kann ich sie wieder desorientieren? Nein, eigentlich jetzt alle Ragings runter. Ich muss nochmal mich heilen. Ich brauche ein Ziel. Also, das war falsch. Okay. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt nicht so viel ausmachen, oder? Naja, 14 Minuten. Bis jetzt hat er sie alle richtig gefunden. Muss ich mal gucken, welches. Also, das ist ausgefülltes Ding. Euch legt man nicht rein. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Tue ich gleich abwarten, bis er sein Shit macht. Dann das. Hier jetzt. Desorientiere ich und jetzt dann convoke ich. Jetzt kriege ich schon ein bisschen Damage. Mal einmal. Das haben wir aber gerade noch gekillt. Nehmen wir den mal runter. Gegenheilen. Ja, jetzt haben ein paar schon Raging drauf. Die sterben so noch. Das können wir auch noch. Die haben mehrere Wut-Effekte teilweise drauf. Ich glaube, das macht auch nochmal 50%, ja. Die decken sich richtig hoch. Aber selbst da hauen sie jetzt nicht so sehr rein. Heiler hat. Wie haben wir denn? Hütet euch. Ja, wir können hier lasten und dann haben wir noch mal einmal für den Endboss. Am besten halt nach der Dingphase dann. Ich hoffe, die blinden den. Hütet euch. Okay, welcher ist es? Das ist, müsste der hier sein, ne? Das ist der Einzige, der so ein Ding außenrum hat. Ich weiß halt immer nicht, ob so eine gute Idee ist, den da ranzuziehen. Holy moly, was war das gerade für ein krasser Lag? Jetzt. Hütet euch. Weil dann können wir jetzt dann nochmal einmal in 10 Minuten für den Endboss. Einer ist ausgemalt, ne? Der müsste sein. Ah, fuck, ich krieg das Desorientieren. Das war dumm, ja. Der castet immer ewig. Und dann komme ich da nicht mehr ran. Oh, fuck, hier sind mehrere Dinger. Das war blöd, dem nachzulaufen, ganz ehrlich. Ich trau mich immer nicht so ganz. Den so weiter an den Rand zu ziehen. Okay, jetzt haben sie ihn gefrockt. Aber ich habe halt Dots drauf von der Convoke, ne? Nicht, dass er resettet. Ich habe halt einmal das Klatschen verkackt, ne? Ich zieh ihn halt weiter. Wollten die das auch machen, dass der nicht mehr verschwindet, wenn er fast tot ist? Anscheinend ist das noch nicht live, ne? So, welcher ist es? Das ist ein Ausgemalter. Da ist einer, der hat quasi... Der hier muss es sein. Na, diesmal verkacken wir es nicht.
Zum Glück hat mich das nicht gekillt, ne? Ich dachte schon, also ich glaube vielleicht im... da kam ein Ding durch. Vielleicht mit Tyrannical hätte es mich vielleicht gewonshottet. Spawnt der da drin noch? Hütet euch. Okay. Easy. Du hast den Boss immer noch nicht verstanden. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich zu 100%, aber relativ gut. Oh, hat der denn Benekus der Gladidrachen ja nicht schlecht. Okay, kein Nebel mehr. Wir haben jetzt nur 9 Minuten. Das sollte eigentlich gut machbar sein. Wir können beim Endboss nochmal HT ziehen. Wie viel? Aber wir haben vorher ein bisschen was geskippt, ne? Also wir müssen extra Trash machen. Wir haben jetzt erst 65, also 35% Trash brauchen wir noch. Ja, muss ich mal gucken, ob ich super... Aber, naja, eigentlich willst du kein Gigapull. Schlichtweg wegen den Orbs, ne? Weil das... Oh, verdammt, dieses rausgeslowe. Ja... da bin ich mir auch manchmal nicht sicher, aber du musst halt immer das klicken, was nichts anderes quasi hat. Oder halt den angreifen, ne, den falschen. Ich bin auch immer ein bisschen am struggeln, vor allem, da muss ich noch gucken, dass ich den Typen kick, dass ich nicht den Boss neben dem Fuchs park und dass er den Hit nicht macht. Und wenn du dann nebenbei guckst, dann wirst du immer von irgendwas getroffen. Der Rogue meint, dass ich das Pack mit dem Boss pullen hätte sollen. Naja, gut. Es wär wahrscheinlich gegangen, da hat er schon recht. Hier inker ich rein. Den müssen wir dann gleich kicken. Mach ich jetzt mal. Nehmen wir den mal aus der Fläche hier raus. Wie können wir eigentlich weiterziehen jetzt? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Okay. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ah, fuck, jetzt habe ich meinen Kick auch rausgehauen. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ich hoffe, jetzt hat dann gleich noch jemand anderer einen Kick. Sonst haben wir ein Problem. Okay, der andere Rogue hat noch gekickt. Perfekt. Holy, warte mal. Der Shami gerade auch so viel Schaden gemacht? Okay, der ist richtig am reindipseln, der Shami. Wenn ich jetzt noch irgendwas hätte, Inka oder Convoke, dann würde ich das in die andere Gruppe noch reinziehen. Ah, der Rogue ist an der... nicht der Rogue hier. Ging an der Explo gestorben. Die Eule. Wird halt noch scheiße knapp, ne? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich hab leider jetzt nix. Soll ich die Rüben reinziehen? Ich hab halt absolut nichts ready, ne?
Na komm, scheiß drauf. Wir müssen jetzt für den Timer noch was tun. Wir brauchen nämlich drüben halt auch noch Trash. Das wird das Blöde sein. Keine Ahnung, ob das nur reicht. Ich habe kein Ziel. Okay. Auf geht's. Verschlingen. Hütet euch. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo konvorken kann. Ich mache jetzt keinen Walk während dem Gedankending an. Okay, ich darf bloß nicht zu weit hoch, sonst resettet der Boss. Auch schon alles gesehen. Oh boy. Müssen die Teile einsammeln. Der Boss ist halt schon happig, ne? Der macht relativ viel Schaden auch noch. Das ist alles zugevoidet. Wir haben jetzt nur 2 Minuten 40. I don't know. AT ist jetzt in 50 ready. Fuck, der Rogue ist gestorben. Problem ist, ich will da hinten halt nicht rein, sonst resettet mir der Boss raus, ne? Unausweichlich. Hütet euch. Das ist zu weit entfernt. Wann kann ich denn wieder konvoken? Hütet euch. Die Erleuchtung kommt näher. Fuck, der ist halt alles zugevoidet, ne? Nein! Der Ding ist durchgekommen, der Cast, ich konnte es nicht kicken. Da ist eine Orb hochgegangen. Naja, okay, das wird jetzt den Key gerippt haben, oder? Wir kriegen nicht mehr alle Orbs unter Kontrolle. Eine Minute haben wir noch. Der lichtlose Abgrund eurer Fleisch wird mein Grund nähren. So köstliches. Wir brauchen halt nur 6%. Es wird halt leider nicht mehr reichen. Vielleicht noch mit Pott und allem. 40 Sekunden. Ne, 28, die Mobs kriegen wir nicht rechtzeitig tot. Für immer. 19 Sekunden. Sieg. 9 Sekunden, warte mal, ein Mob hat gereicht? Oh boy, ich hab die ganze Zeit. Holy moly, war das knapp. Nice. Aber wir hatten halt 3 Tode jetzt beim Endboss oder beim Ding hier. Oh nice, ich hab einen Hals, aber halt auch wieder ohne Versa. Das ist halt so dumm.
Sehr nice. Hä, aber hat der eine Mob fast 4% gebracht? Irgendwie dachte ich, dass wir beide brauchen, weil ich habe die ganze Zeit auf den höheren drauf gedpst. Naja, so, aber es hat gepasst, ne? Wunderbar. Wunderbar. Schöner Run, ja. Jetzt habe ich meinen ersten 19er. Mal gucken, vielleicht jetzt dann auch bald die 20er, ne?